Rolf Ringer, neben Ihnen der Köbi Kuhn, der den Pokal in die Höhe stemmt. Was machen Sie beim FCZ, dass man den Club auch mal wieder etwas zu jubeln hat? Ich mache alles oder ich gebe alles, was in meiner Macht steht. Und mit der Mannschaft zusammen versucht man einfach für recht zu shooten, alles zu geben, versuchen das Optimum rauszuholen. Und nachher ist eine Möglichkeit immer gegeben, dass man das kann, aber eine Garantie hat man natürlich im Vornherein nicht. Sie sind schon lange dabei, 26 Jahre, 11 Teams haben Sie gehabt. Man nimmt ja immer etwas mit von jedem Verein, wo man geschafft hat. Das ist bei Ihnen ganz genau gleich. Sie haben enorm viel Erfahrung. Ich bitte Sie doch zu sagen, was Sie gelernt haben bei folgenden Vereinen. Wir fangen ganz früh an, 86, 87, FC Altdorf. Schnupperlehr gsi, bin ich 28 gsi, Spielertrainer, gelehrt vor der Mannschaft stehen, gelehrt Verantwortung übernehmen. Im Privatleben würde man sagen, das war Schnupperlehr gsi und das hat mir dazumal sehr gefallen. Im FC Schaffhausen ist es weitergegangen, 90, 92. Was haben Sie dort gelernt? Dort habe ich taktisch viel gelernt, freche Fußball spielen, gute Spieler kennengelernt, wie ein Roberto Di Matteo, der dann zu mir kam, zum FC Aarau. Und dort haben wir, sage ich, das, was wir gelernt haben in Altdorf, schon ein bisschen verfeinern. Nachher die Station Aarau, sehr erfolgreich, 92 bis 95. Das ist so die Top-Führung, eine Mannschaft, die besser war, als man gemeint hat, immer um den Abstieg kämpft. Man stinkfrech Fußball gespielt, mit der Überzeugung, jetzt kommen wir nicht immer die anderen. Das habe ich sicher als Trainer absolut vorgelebt, dass dann eine Mannschaft auch das glaubt. Und das war natürlich ein Erfolg, wo man heute noch sagt, das war ein Wunder mit so einem Verein. Wir sind ja anschliessend noch in die Euroleague gekommen, noch viert, also drei sehr erfolgreiche League-Jahre gewesen, mit einem hervorragenden geführten Verein, mit dem Präsidenten Ernst Lämmli, der absolut top war und eigentlich der Ursprung auch von diesen Erfolg war. Nachher, 95-96, der Schritt in die Bundesliga. Sie haben dort etwas geschafft, was es vorher nicht gegeben hat, also ein Begriff, das magische Dreieck. Ja, vorher hat man eher ein Pannendreieck gekannt vom Autofahren, aber es ist ja so. Es ist ja damals, haben wir frech Fußball gespielt. Elber Bobic Balakow, das war ein Dreieck vorne, der viel Goal geschossen hat. Der Freddy Bobic hat einmal Torschütze. Krone gewonnen, das war damals beim VfB Stuttgart, der Elber ist Zweiter geworden. Das war ein frecher Fußball, ein offensiver, ein Fußball, wo die Fans sehr viel Freude haben und wo man sogar noch heute im Kopf hat, was man dort gemacht hat mit dem magischen Dreieck. Nachher die Schweizer Nazi, so etwas wie ein Höhepunkt natürlich für jeden Trainer. Aber dort ist es nicht immer so gut gelaufen. Was haben Sie trotzdem gelernt aus dieser Zeit? Ich habe gelernt, dass es halt wichtig ist, dass man im richtigen Moment kommt. Ich bin gegangen beim VfB Stuttgart, angefangen in der Nazi, den ersten Match verloren, Aserbaidschan. Erst dann gemerkt, dass die Mannschaft zerstritten ist. Es sind viele Führungsleute routiniert gegangen. Dann bin ich aus Deutschland gekommen und habe zusammen nicht ganz so gecheckt. Bis ich gemerkt habe, man den ersten Match verloren. Dann war es schwierig vom Zwischenmenschlichen. Und das hat mir ein bisschen gelehrt. Dass einfach der Charakter in der Mannschaft muss stimmen, dass man sich muss verstehen muss, dass es Teamwork braucht. Und das war dort nicht so gewesen. Und dann war es eben schwierig, erfolgreich zu sein. Nach einer zurück in die Schweiz mit GC, der Meistertitel? Klar, das ist, ich sage jetzt, bis jetzt das erste Mal gewesen, wo ich dann in der Schweiz einen grossen Verein trainiert habe. Und auch gerade den Titel geholt habe mit der heutigen, es ist immer noch die Rekordmarke von 16 Punkten Vorsprung. Aber dieses Jahr wird es gefährlich, weil der FCB macht wahrscheinlich mehr. Nachher ist Retour gegangen zu Aarau, das überspringen wir, das haben wir schon mal gehabt. Und sehr spannend in die Arabischen Emirate, zu Al-Wada. Was haben Sie dort mitgenommen? Ist ja ein Kulturschock wahrscheinlich. Man muss wissen, ich bin ins Ausland, oder ich musste ins Ausland, ich hatte eine Scheidung gehabt im Jahr 2000. Für mich war es sehr wertvoll, wegzugehen, ein bisschen Abstand können. Darum habe ich auch drei, so, ich sage jetzt einmal, spezielle Vereine trainiert, in speziellen Ländern. Heute ein super Erlebnis, super Erfahrung. Dazu mal privat wichtig war, dass ich es machen kann. Arabische Emirate, Scheichen, ein Beispiel. Wir haben den Cup-Final gespielt. Der ist aber 50 Minuten später angegangen, weil die Scheichen noch im Stadion waren. Also da wartet das ganze Land. Also ich kann Bücher schreiben, aber eine hervorragende Erfahrung und gelernt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und in Griechenland, nachher bei Limassol und Saloniki, was war das für eine Erfahrung? Griechenland, ganz lustige Typen, sie rauchen gern, sie trinken gern Kaffee, aber sie zahlen nie. Also die ganzen private oder die ganzen gesellschaftlichen, sozialen Probleme, die sie haben, überraschen mich überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich habe kaum einen seriösen kennengelernt. 10% vom Geld bekommen, der Rest nicht. Also es war so chaotisch, dass all die Entwicklungen so haben müssen kommen, wie sie jetzt ist. Tut mir zwar leid, aber es war zwar spannend, aber chaotisch. Zurück in die Schweiz, FC St. Gallen, ein Kultverein. Was haben Sie dort mitgenommen? Schöne, ich sage jetzt, eine schöne Region gewesen.
Fans und eine ganze Region, die mitlebt. Also der FC St. Gallen war ein Thema in den Restaurants und in der Stadt. Und von dort her war das ein schönes Arbeiten für einen Trainer, enge Beziehung auch mit den Fans und eigentlich positive Erfahrung und Erinnerung. Auch wenn sie jetzt der Abgang nicht so sein müssen, aber im Trainerberuf gibt es das halt etwa. In Luzern hat der Abgang auch nicht so müssen sein. Sie sind gekommen, haben das Team vor dem Abstieg gerettet, nachher sehr viel Erfolg gehabt, aber schlussendlich doch ein bisschen ein Ressentiment wahrscheinlich, wenn Sie zurückdenken. Ich glaube, es weiss jeder, was man hat wollen, dazumal in Luzern. Man hat es ja nachher gesehen. Und das, ich will das nicht werten. Aber man hat das gewusst, wieso das passiert ist. Und das ist für mich Tempi Passat, die man jetzt führen schaut. Luzern bleibt mir in Erinnerung, dass man aus einem totalen Abstiegskandidat in die Euroleague ist und nachher an der Spitze war. Das muss man zuerst machen. Und das zeigt auch, dass ich absolut parat bin, um erfolgreich zu arbeiten. Im FCZ haben Sie für 2 Jahre unterschrieben. In 2 Jahren. Wie werden Sie zurückblicken? Was wird passiert sein? Was denken Sie jetzt? Ich glaube, ich würde wieder genug zurückblicken, um zu sagen, wir haben alles gemacht, um erfolgreich zu sein. Also, das heisst, alles investieren, rein schon von der Zeit und vom Herz und von der Leidenschaft. Dann auch frech Fußball spielen, agieren, etwas getrauen, das Zeug selber in die Hand nehmen. Und am Schluss muss man dann das nehmen, was raus schaut. Aber bis dahin muss man einfach stinkfrech sein und alles geben. Und wenn ich dann zurückschaue und sage, ich habe das Beste gemacht, wir haben alle miteinander das Beste gemacht, wir haben das Optimum rausgeholt aus dieser Mannschaft, bin ich dann zufrieden. Weil wenn man das kann sagen, in der Regel in der Nachbetrachtung, hat man auch Erfolge. Danke vielmals. Bitteschön.